impossible! We are impossible! Gerade wird auf Französisch gerufen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wir hatten heute schon eine sehr erfolgreiche Ende-Gelände-Aktion. Alle Finger sind in den Tagebau Hambach gelangt. Wir sind mit unseren Körpern an den Ort der Zerstörung gegangen, der fortgesetzt werden soll. Unweit von hier soll der Hambacher Forst weiter gerodet werden, nur damit weiter Kohle verstromt werden kann. Sie ist total unverantwortlich. Wir werden hier gerade gekesselt, genau, aber wir verlieren nicht den Mut, weil wir sind zusammen und sind davon überzeugt, dass unsere Aktion zivilen Ungehorsams legitim ist und deshalb halten wir jetzt hier auch ganz ruhig und besonnen weiter aus. Das ist hier der Tagebau Hambach, das ist einer der tiefsten Tagebaue hier im Rheinischen Braunkohlerevier. Genau, und jetzt bald geht auch wieder die Rodungssaison los. Der Hambacher Forst soll weiter abgerodet werden, damit dieses Loch hier noch weiter vergrößert werden kann. Obwohl, genau, die Notwendigkeit besteht überhaupt nicht. Wir exportieren Strom und das schränkt sowas wie die Energiewende ein, nicht nur hier, sondern auch in den Ländern, wo es exportiert wird. Eine kleine Gruppe ist losgezogen und hat den, nach meinen letzten Informationen, letzten Bagger, der noch lief, dann zum Stillstand gebracht. Und ein anderer Finger ist gerade, habe ich die Info bekommen, heil wieder aus dem Tagebau raus, auch ohne Polizeikontakt. Und Orange ist, soweit ich gesehen habe, auch rausgegangen. Die Förderbänder stehen still und nach meinen letzten Informationen war das jetzt am Ende auch alle Bagger stillstanden. Die Polizei hat gerade angesagt, dass wir in Gewahrsam genommen werden zur Personalienfeststellung. Soweit ich weiß, laufen da auch Verhandlungen. Wir haben eigentlich entschieden, dass wir vor Dunkelheit, also die Finger haben hier entschieden, dass wir vor Dunkelheit rausgehen möchten. Wir wurden aber jetzt nicht gelassen, wie ihr seht. Und gerade kam auch die Ansage, dass wenn wir uns unterhaken, sei das Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, was mega blöd ist. Und ich glaube, wir bleiben erstmal jetzt hier ruhig, damit irgendwie nichts überstürzt passiert. Und eigentlich wollen wir auch einfach rausgehen und mit unseren Genossinnen feiern, dass wir heute die Bagger hier zum Stehen gebracht haben. Kannst du was zum Einsatz der Polizeipferde sagen? Ich habe hier nur gesehen, dass in dem Moment, wo wir sehr ruhig und besonnen einen großen Kreis gemacht hatten, alle hatten sie in den Händen gehalten, kamen auf einmal sehr viele Polizeipferde, was ist halt irgendwie erstmal so ein sehr bedrohlicher Akt ist, der überhaupt ist. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie viel sind hier noch ungefähr? Ui. Viele? Also genug, um es ist eigentlich völliger Wahnsinn, dass heute so viele Menschen hier hingekommen sind, irgendwie gesagt haben, sie machen eine Aktion zivilen Ungehorsams, weil sie halt alle überzeugt sind, dass es keine andere Option gibt, sich für den sofortigen Kohleausstieg einzusetzen. RWE hat extra so einen Huber ausgehoben, so einen Ball, damit wir da als Hindernis, den haben wir so sehr schnell und sehr gut überqueren können. Das war sehr schön, weil wir uns dabei, also die Leute sich dabei geholfen haben. Und es war ein guter Moment, dass wir uns von solchen Maßnahmen irgendwie nicht aufhalten lassen können. Dieser Graben wurde extra ausgehoben, um diese Aktion hier zu verhindern? Das ist die Info, die an mich herangetragen wurde, dass der extra hier im Vorfeld nochmal von MD ausgerichtet wurde.
ich glaube, wenn ich da alleine vorgestanden hätte, hätte ich mich auch nicht getraut, darüber zu gehen. Aber weil wir heute so viele waren, genau, in der Masse haben wir das geschafft. Ja, das hat auch Mut gegeben. Und jetzt gerade ist ja auch gute Stimmung. Ich hoffe auch, das bleibt dabei und die Polizei fängt jetzt nicht an, noch total zu wollen. Wir stehen hier vor so einem